Die Schockwellen des Brexits reichen bis nach Norddeutschland. 12 Jahre hatte das beschauliche Dorf Brunsmark in Schleswig-Holstein einen schottischen Bürgermeister. Kein Problem, solange Ian McNab EU-Bürger war. Doch nach dem Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union ist er seinen Posten nun los. Sie dürfen nicht mehr Mitglied einer Gemeindevertretung oder ein Kreistag sein. Sie verlieren ihren Sitz. McNab gibt seinen ehrenamtlichen Posten mit Wehmut auf. Gerne erinnert er sich an seine kleinen und größeren Erfolge als Lokalpolitiker zurück. Seit 28 Jahren lebt er in Brunsmark. Seine Frau ist Deutsche, zusammen haben sie 2 Kinder. Am 31. Januar, dem letzten Abend seines Bürgermeisterdaseins, trinkt er mit Freunden noch einen schottischen Whisky, dann ist Schluss. Seine treuen Wähler haben ihm zum Abschied aus dem Amt eine schottische Flagge geschenkt. Den Posten hat nun sein Stellvertreter übernommen.